Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Abend in der Galerie Amat zum Artist Talk mit Johanna Gleich. Ja, Applaus bitte. Ich möchte Ihnen noch kurz etwas zum Ablauf sagen, wie wir das hier heute durchführen werden. Zuvorderst ist es besonders schön, dass es Herrn Professor Schneckenburger inzwischen besser geht. Vielleicht erinnern Sie sich, er konnte ja bei der Eröffnung nicht anwesend sein und wird uns deswegen heute seine Rede hier vortragen. Und anschließend wird das Künstlergespräch beginnen mit Dr. Elmar Zorn, Johanna Gleich und Professor Schneckenburger. Zum Ablauf, Sie können jederzeit bitte mit Handzeichen, wie in der Schule, Fragen stellen, wenn Sie mögen. Ja. 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 Sollen wir auf die Stühle klopfen? Nein, einfach ein Handzeichen ist völlig ausreichend. Und dort bitte einfach ausrufen. Und jetzt möchte ich Herrn Dr. Zorn bitten, ein bisschen etwas sich vorzustellen und auch Professor Schneckenburger vorzustellen. Und dann beginnen wir mit der Rede von Professor Schneckenburger, anschließend das Gespräch und anschließend gibt es ein Glas Wein. Okay. Gut, danke. Danke, Benedikt. Meine Damen und Herren, ich darf mich natürlich zuallererst selber vorstellen. Elmar Zorn, jemand, den man einen studierten Wiener nennt, weil ich einige Jahre insgesamt in Wien verbracht habe, in verschiedenen Funktionen. Ich bin heute sehr glücklich, da zu sein, nicht nur wegen der schon genannten illustren Anwesenden, sondern weil es für mich das letzte Mal ist, dass ich diese wunderbare Ausstellung, diesen wunderbaren Räumen sehe. Und ich habe in meinem Leben, weiß Gott, schon viele Ausstellungen gesehen, aber das zählt wirklich zu den allerschönsten Erlebnissen, die ich je hatte. Meine Damen und Herren, wer den Professor Schneckenburger noch nicht kennt, eine, drei Sätze zu ihm. Ich entnehme sie eine Beschreibung, die sogenannte Curator's Choice Online-Galerie mal formuliert hat und zitiere: Manfred Schneckenburger, also der gebürtige Stuttgarter, schrieb zuerst Kunst- und Theaterkritiken, war dann im Olympiakomitee in München tätig, wo er 1972 mit seiner großen Olympia-Ausstellung Weltkultur und moderne Kunst auf sich aufmerksam machte. Nach der Leitung der Kunsthalle Köln ab 1973 wurde er 1974 für die Documenta 6 und 1984 für die Documenta 8 berufen. Er ist bis dato der einzige Documenta-Leiter, der dieses weltweit wichtigste periodisch angelegte Kunstereignis zweimal kuratiert hat. Zwischen diesen Tätigkeiten schrieb und lehrte er in Bochum an der Gesamthochschule Kassel und in der Kunstakademie Münster, deren Rektor er bis zu seiner Pensionierung war. So viel erstmal zu Manfred Schneckenburger. Sie haben es von Benedikt Meyer-Böge schon gehört. Wir hören jetzt zur Einstimmung einen Essay in Redeform, der formuliert wurde für die Eröffnung, aber jetzt gewissermaßen nachgeholt wird, Manfred. Gell? Ja. Ich danke dir sehr für diesen überüppigen Blumenstrauß, aber es war nicht nötig. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Jana, Johanna, ja. Kann sein, dass ich es noch mehrfach falsch mache. Ja. Bevor ich näher auf die Bilder eingehe, können Sie mich verstehen? Ja. Bevor ich näher auf die Bilder eingehe, muss ich meinem Gefühl Ausdruck geben, wie sehr ich mich freue, endlich wieder einmal über Bilder und nur über Bilder reden zu können. Ohne politische und soziologen Überbauten und ohne ästhetische Theorie. Über Bilder, die reine Malerei und nur reine Malerei sind. So voll blühender Farbsinnlichkeit, ohne graue Eintrübungen, die sie ebenso meiden, wie das Allerlei der bloßen Buntheit oder die Repetition gleicher Farben. Das Werk der Vollblutmalerei, dieser Vollblutmalerei vollzieht sich in Pinselhieben, Schüben und Gästen, in Farbenklängen, Kontrasten und Akkorden, in räumlichen Rhythmen und bewegter Dynamik. Ich will den starken Eindruck, den ich heute schon den ganzen Tag über habe, nun nicht gleich am Anfang mit pauschalen Lobreden vollschütten
und begebe mich unter die Observanz in die Distanz, in die strengere Distanz einer eher analytischen Betrachtung. Klecksmalerei ist ein Ereignis wie aus einem Guss. Und das, obgleich sie getrennt vorgedrührt und gemischt von Dutzenden einzelner Suppenteller direkt auf der Leinwand landen. Die Künstlerin in einem Interview: Es geht mir nicht um das volle Ausschöpfen des Spektrums, aber es muss harmonieren. Ein kurzer Auszug aus demselben Interview umreißt die subtile Praxis der Koloristin. Zur Farbe gehört jeweils der Blickwinkel. Zitat: Weil bei jeder Form das Licht anders auf die Fläche fällt, muss auch die Farbe anders sein. Und diese Blickrichtung muss man noch übertreiben. Die Interviewerin: Das klingt nach einem Bildhauer. Gleich: Ja, es geht um räumliche Vorstellungskraft. Man muss in den Bildern umhergehen können, um sich darin zu verlieren. Die knappen Passagen rühren an den Kern von Gleichsmalerei, an den unerschöpflichen Reichtum ihrer farbigen Mittel und den Sog, der von ihren Bildern ausgeht. Er speist sich nicht nur aus den manchmal unerfindlichen Wegen des Farblichts, sondern nicht weniger aus einer Pinselschrift von kraftvoller, biegsamer Breite. Indem der Malakt vor allem stehend von oben hin vom Boden erfolgt, wird das Format zum Tanzboden für eine gleichermaßen expressiv ausfahrende, wie konstruktiv gefestigte, gelegentlich auch lyrisch beschwingte Choreografie. Gottfried Knapp hebt zu Recht hervor, darüber hinaus: Die individuelle Konsistenz jedes einzelnen Pinselstriches muss betont werden. Jede dieser Aktionen bewirkt eine Gegenreaktion. Ein innerer Kompass der Künstlerin zielt ohne Schwächung der Polaritäten auf Abstimmung, Ausgleich und höhere wechselseitige Effektivität. In einer solchen Steigerung verdichten die Bilder die mannigfache Ausrichtung bis zur komplexen Komposition. Gewiss schwingt in diesem Begriff Komposition ein finaler Oberton mit, Überton, aus dem weitgehend vorläufiges, transistorisches herausgenommen sind. Bei Johanna Gleich trifft das jedoch nur sehr bedingt zu, denn bei ihr befindet die Komposition sich stets im Aufbruch. Gleichzeitig kontrolliert die Künstlerin den Malprozess, indem sie ihn von der direkten Anschauung in den Kopf verlegt, wo das Bild, Zitat, sich selbstständig macht und ein eigenes Leben bekommt. Innerhalb dieses Bildsystems gibt es Anforderungen und es muss alles stimmen und ein dezidiert harter Schlusssatz: Da stören Natur und Realität nur. Aus dem gleichen Interview. Stattdessen steuern Erinnerungen, Empfindungen, Intuition. Gleich, nochmal sich selber, so kommt es zum gemalten, abstrakten Landschaften, aber auch ein gemaltes Pferd ist eine Abstraktion. Einfacher, einziehbarer, genauer wurde der schöpferische Prozess hinter der Abstraktion selten in Worte gefasst. Vielleicht hängt unsere Lust an spontaner wie vertiefter Anschauung nicht zuletzt von diesem vitalen Eigenleben der Bilder ab. Erlauben Sie mir deshalb noch einen letzten Hinweis auf das mehrfach zitierte Interview. Frage: Interessiert Sie die Wirklichkeit? Antwort: Die Energie interessiert mich. Die Energie des Zusammenwirkens zwischen den Farben. Dieses Zusammenwirken setzt natürlich mehr voraus als eine intuitive Wahl. Kenntnisse der theoretischen Grundlagen, etwa bei den erbitterten Kontrahenten Newton, Isaac Newton, physikalisch fundiert und Goethe psychologisch, symbolistisch, symbolisch fundiert. Die Farbtheorien von Chevreul und Helmholtz sowie deren Anwendung bei Impressionisten und Postimpressionisten
Farbtemperatur und Perspektive bei Van Gogh und Gauguin, beachtet hohe Höhe durch Seurat, die immanente Farbendynamik bei Delaunay und vor allem ein gründliches Wissen über Pigmente und die Deckkraft der Farbpaste. Dennoch relativiert gleich die Bedeutung des Lernbaren im Ganzen, warum eine Farbe neben einer anderen so und so erscheint, das weiß ich heute alles in meinem Innern. Es läuft im Grunde immer mit, wenn ich male, denke ich nicht daran. Wer über die Bildereien der letzten zwei Jahrzehnte hinweg verfolgt, wird einmal die früh einsetzende, ungeheure Sicherheit, dann die immense, lockere, hingestrichene Spontanität im Umgang mit der Farbe bewundern. Nichts klumpt pastos, meist verteilt die Farbe sich dünnflüssig glatt, sodass die gebärdenhafte Energie, die gebündelte Ausrichtung bis in die Pinselspitze hinein spürbar bleibt. Sondern die wuchtigen Blöcke stauen und behindern sich nicht, eigentlich dickleibig, sondern schichten sich fast elegant, indem sie unter und übereinander gleiten. Sie können sich das jetzt an der Wand Bild für Bild heraussuchen. Es trifft immer alles zu, aber manchmal doch einiges. Und Sie können das von Bild zu Bild verfolgen, was da sich schichtet und was gleitet und so weiter. Aufhellungen schaffen Spielräume und lassen unbeschwert atmen. Die Pinselbahnen türmen sich durch farbige Spektren, die Licht wie Dunkelheit umfassen. Wo Massen vertikal zusammentreffen, trennt eine Art pittoresker Reißverschluss das Gefüge, während Schichten die Bildfläche rhythmisch gliedern und stufenweise überlagern. Balken drehen vor und zurück, Hintergründe greifen nach vorn, springen den Betrachter förmlich an. Vor allem aber, nie gesehene Farbkombination, gelb, dunkles, rot-violett, lindgrün, akkordieren wie unter einem Zauber in vollem Zusammenklang. Sie behaupten sich eingehüllt in einen lichtgrünen Faux. Die neue Einheit ist Entdeckung und Erfindung zugleich. Eine begnadete Koloristin geht nicht nur Risiken ein, sondern reagiert auch mit stimmigen Treffern, die auf der Palette, die der Palette, neue, reiche Möglichkeiten eröffnen. Ältere Bilder fallen gerne gestisch aus, das sitzt mit Essen, die Sie hier drüben noch in der Mappe sehen, fallen vielleicht gerne gestisch und verfangen sich in Raumschlingen. Wie Drähte winden sie sich in die dritte Dimension. Diese Bilder sind kurzatmiger, unruhig, irregulär und voller Richtungswechsel. Leider fehlt Ihre Stilstufe in der hiesigen Ausstellung. Das ist wieder nicht richtig. Sie stehen da drüben und sind vor allem in dem Bändchen, was Elmar Zorn herausgegeben, voll reproduziert. Die Ausstellung, in der Sie sich befinden, konzentriert sich dagegen auf die letzten 10 Jahre. Ihr Schwerpunkt liegt bei Bildern, die einen größeren Atem haben und mit sattem, breitem Pinsel angelegt sind. Sie strahlen eine biegsame, elastische, verhaltene Monumentalität aus, die indes nie starr, gewaltsam und überwältigend auftritt. Die Farbe expandiert breitspurig, kann sich aber auch in vereinzelten Spritzern und Tupfern versprühen. Joanna Gleich wurde 1959 in Polen geboren, kam 1979 nach Wien und studierte 1985 bis 90 an der dortigen Kunstakademie Wolfgang Holleger Malerei. Wieland Schmid nannte ihren Lehrer einmal den Landschafter und den österreichischen Abstrakten. Nehmen wir Himmel, Natur, Wolken, Vegetation als Stichwörter für den gewachsenen, begrünten Außenraum, so wird offenkundig, dass Joanna Gleich heute den stärksten Akzent innerhalb dieser abstrakten Landschaftskunst setzt. Kein anderer durchpflügt die Farbwogen, durchformt und aktiviert sie mit vergleichbarer Entschiedenheit und Gestaltungskraft. Übergänge wiegen sich schwebend aus.
Die österreichische Traditionslinie der Gerstl, Kokoschka, Kollega, Brachensky führt die Wahlwienerin eigenständig fort und variiert sie, ändert sie, erfindet sie neu. Sie ergreift packend von der Leinwand Besitz und leitet so nuanciert wie in einen sanfteren, gelösten Ausklang über. Auf Bildern wie Nocturne, das hängt hier oben irgendwo, vollzieht sich regelrecht auf einer Skala, die einfach einer Leiter, die flachgelegt ist, die für den Ablauf der Zeit und ihrer Phasen steht. The Time That Passed ist auch der Titel des Quartetts von Bargielski, das den neunteiligen Bilderzyklus, der in der Ausstellung nur mit einem Beispiel vertreten ist, inspiriert hat. Die innere Musikalität, die alle Bilder von gleich über untermalt, verschließt sich indes keinem Auge, das hören kann. Danke. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Manfred Schneckenburger, für diesen Essay in Form einer Rede. Wir werden, auch Herr Schneckenburger hat es bereits erwähnt, in diesem Büchlein, das schon erschienen ist, die Rede abdrucken und wir werden sie ergänzen, aus gutem Grund, mit dem Interview, das ganz hervorragend gelungen ist. Auch deswegen, nicht nur weil Johanna Gleich sehr präzise und sehr intelligent antwortet, sondern auch weil die Fragestellung der Verlegerin Ulrike Damm aus Berlin sehr bedacht ist und sehr auf den Punkt gefasst ist, denn diese Verlegerin ist zugleich Schriftstellerin und auch Kunstkuratorin. Deswegen möchte ich die einige Aspekte des Interviews umwandeln in Fragestellungen und beginne mit einem interessanten Zitat, das Ulrike Damm von dir übernimmt, Johanna. Das heißt, die Erinnerung an das Gesehene ist lebhafter als das Gesehene selbst. Ja, ich und, soll jetzt darum Stellung nehmen. Ja, nein, also, und du, ich sag dir noch, was du geantwortet hast, dann frage ich dich, okay? Die Antwort gibt es schon. Die Antwort gibt es. Der muss aber seine Antwortstellung nehmen. Nein. Du hast geantwortet, jedes Mal, wenn ich probiert habe, etwas aus der Natur zu malen, habe ich versucht, es aus dem Kopf zu zeichnen. Und das, was ich im Kopf gesehen habe, schien mir interessanter. Das Bild macht sich im Kopf selbstständig, es bekommt ein eigenes Leben. Innerhalb dieses Bildsystems gibt es Anforderungen und es muss alles stimmen. Kann man also sagen, das ist jetzt meine Frage, was du machst, ist das Gegenteil von Abbildung? Wir haben auch schon das Zitat gehört, da stört die Natur. Manfred Schneckenburger hat es erwähnt. Also ist es, was du machst, das Gegenteil von Abbildung? Wie würdest du es bezeichnen? Naja, die Natur und das, was ich gesehen habe, ich muss sagen, ich habe ziemlich klassische Bildung bekommen und das ziemlich früh. Das war sehr ein großes Glück, dass ich so früh damit zu tun hatte. Quasi sowas, was man heute akademische Bildung nennt, aber nicht mit 19, sondern mit 14 schon. Und da hat man genug Zeit, dass man das Technische, das Handwerkliche quasi, die natürlich notwendig ist in der Kunst, zu beherrschen, damit man dann die Freiheit hat bei den Interpretationen. So gesehen, wenn man das schon hat, und das habe ich schon ziemlich früh erfahren, ich habe dann 5 Jahre Pause gehabt, bei den Schwierigkeiten der Emigration, dass jeder durchmacht, wenn einmal nach Wien kommt, das habe ich schon im TuS gehabt. Deswegen diese komplette Freiheit dürfte ich nicht nehmen. Und vielleicht liegt das auch daran, dass ich so viel Fantasie hatte und deswegen, mein Gott, eine Blume zu zeichnen, kann ich schon. Ja? Ich kenne die Blume schon von Impressionisten, von Maler aus dem Gotik und so, da gibt es so schöne Beispiele. Auf jeden Fall dachte ich mir,
das muss noch weitergehen. Also diese Blume, die ich gesehen habe, einmal, die ist zwar verwelkt, aber in meinem Kopf lebt sie weiter. Und wie lebt sie weiter? Und das danke ich mir, dachte ich mir mit der Farbe, mit der Form, die ich in meinem Kopf habe. Ich habe immer sehr viel beobachtet, ich habe sehr viel Zeit gehabt, ich war sehr schüchtern. Damals hat mich niemand beachtet und da habe ich sehr viel observiert, ja, habe ich viel Zeit gehabt und nicht viel Zeit verplempert für Gerede, ja, sowas war es. Ja, jetzt kann ich reden, ich war wirklich sehr schüchtern, glaubt mir niemand mehr, ja, aber so war es, ja. Und ich dachte, diese Sachen, also diese Malerei, die ich bewundert habe, ich habe geträumt in Polen damals, wo eiserne Vorhang war und sagte, das sehe ich nie wieder, habe ich viel gelesen, nie, ich werde es niemals sehen, habe ich dümmlicherweise. Ich wollte so gerne einmal echt Impressionisten sehen, da können Sie sich Enttäuschung vorstellen, weil es keinen Van Gogh in Wien gibt. Ja? Also ich habe entdeckt in Starnberg ein Selbstporträt damals. Ich weiß nicht, wo es verschwunden ist, aber es gibt ihn nicht mehr nirgends zu sehen. Vielleicht weiß jemand, wo der ist. Auf jeden Fall, er starb, da war. Da kannst du dich sogar erinnern, dein Mann. Ne? Ja, richtig. Habe ich gesehen, es gab einen Selbstporträt von Van Gogh. Ja? Sekundärgalerie. Wo ist er? Sekundärgalerie, in der Stallburg. Genau. Ja, du weißt es noch. Gut wo versteckt. Haben die verkauft oder was? Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das waren meine Träume, die ich gelebt habe. Und egal was für Motiv, ob das eine Landschaft war von Provence. Ich war quasi gezwungen, in diesen jungen Jahren etwas, was ich niemals sehen werde, vorzustellen. Und ich habe damit eine sehr lebhafte Fantasie entwickelt, die mich vielleicht jetzt in meinem Leben wahnsinnig hilfreich ist, weil ich sehe das nicht nur, wenn ich male, ich bin in zwei Dimensionen gefangen, nicht? Aber in meinem Kopf ist das immer dreidimensional und für mich leben diese Lilien oder egal, von, ob sie gemalt sind von Moll oder von Van Gogh oder so, die leben sozusagen eigenes Leben in meinem Kopf und die Farben, die ich male, haben sehr Komplexität von dem Licht einfach. Wenn ich beobachte und sehe, dann weiß ich, dass wenn ich nur einen Meter vorbeigehe, sehe ich, dass die Farbe sich ändert in jedem Zentimeter. Das interessiert mich. Also, aber ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet wurde. Durchaus. Johanna, dein Verhältnis zu Schulen und Akademien ist kritisch. Du sprichst einmal von sogenannten Kunsterziehern. Ein Bild braucht keine Erklärung, sagst du. Entweder nimmst du es wahr oder nicht. Aber du bist auch selber Dozentin in verschiedenen Sommerakademien. Inwiefern unterscheidet sich dein Unterrichtsstil von diesen sogenannten Kunsterziehern? Also meine akademische Bildung habe ich ziemlich früh bekommen, und zwar in der Oberstufe meines Kunstgymnasiums. So ein Art Gymnasium gibt es in Österreich nicht, weil es war nicht, grafische kann man gar nicht vergleichen, weil der Schwerpunkt ist auf Ausbildung zum Beruf ist. Bei uns war die Bildung der Schwerpunkt. Das heißt, wir haben alle grafische, auch wenn das nur ein Semester ausprobieren dürfen, das war sozusagen mehr intellektuelle Entwicklung als berufsbedingt, weil bei uns war Kommunismus, das heißt, braucht man keine Leistung in dem Bereich. Es gab überhaupt sowas wie Werbeagenturen nicht oder so. Auf jeden Fall, ich habe Akademie eigentlich, meine Akademie, sehr positiv erlebt. Ich war nicht mehr akademische Akademie in dem Sinne, negativen Sinne des 19. Jahrhunderts, sondern eher eine Brutstätte quasi. Für mich, weil ja. Ich wusste, ich kann mir kein Atelier leisten in dem Alter, ich verdiene nichts als Künstlerin und man hat vor allem genug
Kontakte gehabt mit Kollegen. Ich habe ständig, da sind Kollegen da, die wissen, wie das war, Zeit der Hälfte der 80er Jahre, dass man sogar so jeder in eigene Blase geblieben bin. Ich war der Einzige, wo der zu Avramidis gegangen ist. Ich musste mich damit verstecken. Ich habe dort gezeichnet, einfach nicht so mega erlaubt und so. Und der Holleger, das haben sie bei uns nicht gemalt. Ne? Sagte, nein, beim Avramidis, da gehen sie zu Avramidis, sowas. Ne? Das wissen wir, die noch Leute von damals. Ja? Auf jeden Fall, ich war jemand, der immer herumgeschaut hat und in dieser Blase ziemlich anständig ist. Und ja, und muss man sagen, da fahren ganz fleißig, ja, das muss man schon sagen. Während alle schon in der Mensa fünftes Bier getrunken haben, habe ich gemalt. Ich habe dann nur einen getrunken mit Kollegen, die waren sehr lustig schon damals, ne, zu dem Zeitpunkt, aber ich war sehr fleißig. Ja, bitte. Ja, aber so zurückzukommen auch zu der Frage, also ich sozusagen, das war jetzt die Auswertung, wie du es beigebracht bekommen hast, und mich würde jetzt einfach total interessieren zu hören, wie du das jetzt eben an andere, an deine KursteilnehmerInnen vermittelst. Also wie vermittelt man etwas, das nicht anscheinend, wie du es formulierst, nicht vermittelbar ist in der Form? Ja, ich habe 20 Jahre unterrichtet in verschiedenen Kursen, ja, Walter, weißt du, ne, dass ich dabei war, und es gab diese Vorstellung, die, weiß nicht, vom Bösner-Katalog geförderte, nach diesem Kurs machst du so einen Akt. Und das war ziemlich scheußlich abgebildet im Katalog. Sagte, bei mir wird es nicht so sein. Und deswegen habe ich immer ein, zwei Leute getroffen, die enttäuscht waren, dass sie mir nicht eine fertige, schöne Zeichnung à la Katalog von Bösner nach Hause kommen. Ich hatte mein Schwerpunkt war, die sollen sich die Sachen einfach arbeiten und herausfinden, was sie könnten. Weil es gibt immer einen Grund, warum jemand da 400 Euro zahlt, um für eine Woche statt einen schönen Urlaub auf Ibiza zu machen, einfach zu meinem Kurs kommt. Nicht? Und deswegen, ich habe so gleich gesagt, es ist nicht so wie die 80%, ich meine nicht alle, viele tolle Kursleiter gibt es, aber es ist nicht so, wie es normalerweise sich Leute vorstellen. Bei mir war, ich wollte die Persönlichkeit durch Malen herausfiltern. Und das war sehr, sehr schwierig, weil viele verstecken sich, aber dann auch nach Schwierigkeiten. Wir haben mit Gerhard immer wieder diese Erfahrung gemacht. Eine war sehr, sehr gut sofort, dann hat er platt gemacht, andere am dritten Tag hat sie geöffnet, und manche, die waren so hartnäckig, am letzten Tag haben sie ein tolles Bild gemalt. Sie wussten das bloß nicht, wir haben gesagt, tolles Bild. Nach einem Jahr hörst du, Johanna, du hast recht behalten. Aber ich habe die Erfahrung. Ja. Ich wollte doch, Sie hatten mehrfach betont, du hast betont, mehrfach, dass Fantasie sehr wichtig sei für dich. Ja. Nur wenn ich deine Bilder ansehe, also auf Fantasie als Charakteristik, würde ich eigentlich zuletzt kommen. Denn die Vorform sind natürlich Fantasie. Es hat also nichts mit Wiener, ich bin nicht so scharf, dass ich es auf Wiener Realismus scharf bin. Also das ist Surrealismus, klar. Das ist was anderes, ja, ganz klar. Auch so musst du nicht, aber du hast gefestigte Konstruktionen, du hast gelöste Konstruktionen und du gehst mit denen als Blöcken um. Das würde ich nicht als Fantasie bezeichnen, das ist eher so baumeisterlich fast sogar. Und malerisch, pittoresk und malerisch. Aber könnte es nicht sein, dass du dich dann stimulierst an den Blumen, an den Farben der Blumen, an dem, was die Duftblumen, an dem Licht, was auf die Blumen fällt, aber dass du dann entdeckst, dass die Farbe ohne Blumen, ohne dass sie was anderes braucht, als dass sie die Natur gar nicht mehr nötig ist, damit du deine Fantasie voll auf die Farben wirfst. Mir reicht ein Würfel, ein Ziegelstein. Ja, dann klar, meine ich ja. Unterschied. Ja. Das ist nicht keine Fantasiefeststellung, sondern das ist das Gegenteil davon. Und während du an die Farben gehst, du gehst an die Farben ran mit voller Fantasie. Das heißt, du entwickelst einen Zugang zu den Farben, den ich als starke Fantasie bezeichnen würde. Vorstellungskraft. Das ist für mich Vorstellungskraft. Das ist für mich das Gleiche. Aber Vorfarbe besteht aus Duft, Farbe besteht aus Lichtführung, Farbe besteht nicht aus ganz anderem noch als Vorstellungsdruck besteht. Die Farbe ist etwas Emotionales, die Fantasie ist etwas Emotionales. Entschuldigung, die Vorstellungskraft ist etwas mehr Rationales.
Aber beides ist richtig. Man kann das aber nicht ganz synonym setzen. Der Schwerpunkt liegt ja, du empfindest die Farben sehr stark. Und du empfindest sie als etwas, dem du mit einer kompletten Fantasie begegnest. Und auf das du deine komplette Fantasie einsetzt und anwendest. Und das finde ich, warum du so auch souverän über die Farben verfügst, im Grunde genommen. So wie ein Wiener Realist über den menschliche Anatomie versucht und verzerrt und verquält. Und das alles ist auch Fantasie natürlich, ja. Aber du hast die Farben nicht verquält, nicht verzerrt, sondern ganz natürlich und aus sich selber entfaltet. Und das funktioniert plötzlich. Das funktioniert, sondern es stimmt plötzlich. Naja, das liegt darin, dass ich, also mit Fantasien benannte ich eher meine Freiheit. Freiheit, ja, klar, okay, das ist eine neue Definition von Fantasie. Also Fantasie ist ein bisschen einschränkender. Ja. Ich weiß, es gibt diesen fantastischen Realismus und so. Ja. Also in meinem Kopf ist das was anderes, es ist mehr Freiheit. Aber du bindest sie direkt auf die Farben. Also ich stelle fest, deine Fantasie ergießt sich voll in die farbige Welt und auf die Farben. Und zwar ohne, dass die Blumen jedes Mal sichtbar werden, ohne dass Gefäße und Kuben und sonst etwas sichtbar dahinter steht, sondern du machst es direkt, du kannst mit Farben umgehen wie andere mit Formen. Cézanne, er war kein großer Kolorist, war aber ein großer Kubist. Vorkubist, ja. Und du gehst mit Farben um, wie nachher die Fauves vielleicht umgegangen sind, obwohl die vielleicht wiederum ganz andere Bindungen hatten. Ich würde noch weitere Standen nehmen, es sind nicht nur die Fauves, aber genau, es gab in Polen Pariser Komitee, so eine Richtung Koloristen. Ja, klar. Das ist das Einzige, was ich sozusagen sehen dürfte, bis ich 19 war. Ich war mit 17 schon einmal in Wien. Da habe ich die Madonna in Grün und habe ich gleich nachgemalt in Polen. Hängt noch immer jetzt bei mir zu Hause. Ich habe sie richtig kopiert nach Renaissance. Weil ja, klar, muss man natürlich sagen. Ich habe studiert, wie das funktioniert für einen Restaurator. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und das habe ich von Renaissance sehr viel erfahren. Ja. Ich musste die Kunstgeschichte zeichnen. Das war das wunderschönste Kunstunterricht, was ich hatte, also Kunstgeschichte. Wir haben einen Professor, der hat uns Kunstgeschichte zeichnen lassen. Wir dürften nichts aufschreiben. Welche Jahrhundert? Sondern wir haben die Bögen von Bramante, wir haben die ganze Peterson zeichnen müssen, ganze Herbstbücher von Florenz und alle, auch die Mona Lisa haben wir zeichnen müssen. Ja? Ja. Also dieses Bild werde ich nie vergessen. Das ist richtig Vorstellungskraft, die brauchst du dann dazu. Während Fantasie ist natürlich etwas viel Offeneres, Blühenderes, Vielseitigeres, Emotionaleres. Und daran, du bist mit der ganzen Fülle der Fantasie auf die Farben losgegangen, auch in Bilder rum. Und das ist für mich etwas anders, als man sagt, das ist abstrakt. Oder das erinnert mich, oder das überwindet die Natur, braucht die Natur nicht. Du brauchst die Natur tatsächlich nicht, deine Natur sind die Farben. Ja, ich habe genug auch von Natur gezeichnet, eben, rechtzeitig. Und deswegen, ich habe da meine akademische Bildung abgeschlossen mit 18. Das war's. Ja. Ja. Und als die Alchemie kam, da konnte ich mich frei entfalten. Hat das mit sofort emotionalen Zugang. Genau, Farbe ist Emotion. Ich bin jetzt einen Nachmittag hier gesessen, habe die Bilder angeguckt, habe viel Zeit gehabt. Und es hat mich glücklich, ist ein großes Wort, aber es ist einem wohl dabei, man fühlt sich wohl dabei und man geht rundum, man guckt sich nochmal und nochmal, kommt zurück, denkt nochmal und nochmal und es sind immer andere Bilder wieder. Das kann man sagen, in den Bildern steckt ungeheuer viel, auf den ersten Blick wirkt das alles etwas spontan hingemacht, dann merkt man mit unwirklicher Souveränität und Sicherheit, dass das Ganze doch konstruiert, gebaut, angelegt ist und dass die Fantasie, die ganze Fülle der Fantasie, Schöpfer, die ganze Schöpfer ist voll ausgeschöpft, was Fantasie überhaupt leisten kann im Umgang mit Farben. Und das finde ich ist bei dir etwas ganz Primäres und das haben ganz wenige Maler. Das habe ich am Schluss dann noch gesagt, wie begnadete Koloristen. So was sagt man nicht gleich. Ich wollte immer frei sein. Ja, ist auch. Meine nächste Frage bezieht sich auf etwas, das von dir oft gesagt wird, die Tiefen. Wirkung, die tiefen Schichten, der Sog deiner Bilder. Und da gibt es eine sehr schöne Analyse in diesem schon erwähnten Buch von Gottfried Knapp, dem Kunstkritiker der Süddeutschen Zeitung. Er schreibt, im Neben und übereinander der sich überlappenden Felder und Flecken tun sich Tiefen auf,
den Betrachter zu näherer Beschäftigung einladen. Der Blick wird nicht nur horizontal, vertikal und diagonal über die belebte Fläche gezogen, er dringt in das Bildgeschehen ein. Er spürt Tiefenschichten, die, weil sie sich einer gegenständlichen Interpretation entziehen, ihr Geheimnis bewahren, um darum eine fast soghafte Wirkung entfalten. Dieser Sog hat mich, als ich vor vielen Jahren das Programm für einen Kunstraum bei Mannheim gemacht habe, veranlasst, mich zu einer Ausstellung einzuladen und mich mit einem der größten Raumgenies als Maler auseinanderzusetzen, mit Giovanni Battista Tiepolo. Hast du je versucht, Fresken in Kirchen zu malen oder hast du die verspürt, Lust dafür zu haben, also über die Tafelmalerei hinauszukommen, wie das Tiepolo im Rokoko bekanntlich gemacht hat? War das für dich ein Wunsch oder könnte es ein Wunsch sein? Ja, ich weiß nicht, wie realistisch das sein. Erstens werden keine Fresken mehr gemalt. Vielleicht werden keine Fresken gebaut. Ja, weil die Architekten übernehmen das mit Geld, Glas und Stahl oder weiß ich. Wenn überhaupt Kirche gebaut wird. Aber auf jeden Fall, natürlich war das eine tolle Geschichte, weil jedes Bild für mich ist ein Fresko, ein Plafon, in dem ich mich verlieren kann. So gesehen ist das für mich mein Weltraum, nicht? Weil immerhin diese Freskos von Gian Battista Tiepolo waren ein Wunsch der Menschen, in den Himmel zu steigen, nicht unbedingt zu sterben, aber irgendwie eine Ewigkeit zu erlangen, des Lebens, das beschränkt ist, leider Gottes. Aber irgendwie ist das die Sehnsucht, und die Sehnsucht interessiert mich. Und wenn ich ein Bild male, dann, es muss nicht oben sein, es kann auch ruhig auf dem Boden sein, wenn ich male. Da öffnet sich nicht zwar die Hölle, aber auch den Himmel, wenn auf dem Boden liegt. Ja. Es ist, ich versuche, diesen Punkt zu erreichen, einfach. Dieses Gefühl, dass Tiepolo und die beste Freskomaler erreichen wollten damals. Mhm. Ich glaube, ich habe mich genug ziemlich früh damit beschäftigt, warum dieser Bedürfnis danach war. Mhm. Das interessiert mich. Nun ist der Reiz der Bilder dieser Tiepolo-Serie die Mittelstellung zwischen ungegenständlicher und gegenständlicher Malerei. In den neuesten Arbeiten, hier sehen Sie wunderbares von 2019, ist freilich Figuralität kaum noch auszumachen. Wendest du dich nach dem Tiepolo-Ausflug wieder dem Hochabstrakten zu? Es ist, ich meine, auch dieses gelbe Bild, da könnte eine Ecke sein von irgendwas. Es ist gegenständig in meinem Begreifen um ein Zusammenhängen der Farben. Tiepolo hat mir Spaß gemacht, die Zitate von Tiepolo zu übernehmen, aber farblich in meinen Bildern zu übernehmen. Ich meine, ich kann Engel malen, ich kann Gesichter malen, das kann ich. Ich habe genug, muss ich aber nicht, weil ich finde, die Fotos machen das fast viel besser aber, und es gibt tolle Fotografen. Ja, was geblieben ist, natürlich von Tiepolo, sind die Durchblicke. Wenn die Bilder an sich, dann ist überall, und zwar überall gibt es meistens sogar ein Blau, komischerweise. Also es ist sehr tiepolesk. Und das ist immer entweder gelb oder sonst was, ist, aber Durchblick gibt es jede Menge. Und das ist ein Prinzip, was bei dir stehen bleibt. Und was dann aus der Überschrankung, aus Grenzen entwickelt wird. Also insofern, ich sagte, sie haben großen Atem, sie atmen frei. Und die Luft ist sehr weiträumig. Ja, das war eine große Leistung von meinem lieben Freund Elmar Zorn, der diese Idee hatte, sich auseinanderzusetzen mit Freskomalerei von Gian Battista Tiepolo. Und er hat mir wirklich, das ist nicht nur eine Türe, es waren mehrere Türen, die mich damit geöffnet hat. Vor allem die Freiheit, weil das habe ich schon gehabt, nur ich habe keinen Anlass gehabt, das auszuleben. Und da, du hast gesehen, statt drei Bilder habe ich 25 gemacht und zwar 2 Meter mal 2 oder sowas. Ne? Weil er sehr, sehr interessiert, ja. Und viele Türen geöffnet, die, von denen ich bis heute erzähle, ja. Ich kann einfach die Freiheit weiterleben, auch wenn sie unendlich ist, wie man sagt.
Jan, du hast einmal gesagt, ich verstehe mich als Medium. Das ist ein antinarzistisches Programm in einer Zeit, in der Selbstdarstellung, Selfies der Malerei sozusagen angesagt sind. Du bist als eine uneitle Künstlerin zu erleben. Behindert für dich die Eitelkeit des Autors die Wahrheit in der Kunst? Nein, eigentlich nicht. Ich bin Medium in dem Sinne, weil es kann, ich habe das mit Mantut heute besprochen, dass es mir fast unheimlich manchmal erscheint, dass ich das gemalt habe, weil ich habe offensichtlich eine Konzentrationsstufe kann ich erreichen, die außerhalb der meiner Vorstellungskraft, wenn ich so sagen darf, ist. Und es gelingen manchmal Sachen, wo ich fast erschrocken bin. Und deswegen behelfe ich mit diesem Wort Medium. Ich habe es nicht gemalt, sondern irgendwie keine Geister oder so. Aber es macht mich bewusst über die Möglichkeiten, wenn man dran bleibt, was so menschlicher Geist zustande ist, zu machen, wenn man alles stimmt. Und deswegen, vielleicht deswegen sage ich. Du stellst auch das Medium und wieder von Kopf auf die Füße. Genau. Das heißt, es ist nicht das Medium, das spiritistische Medium, das auch höhere Stimmen hört, sondern das ist mit dem Begriff des Mediums auf die Füße wieder gestellt, vom Kopf. Ja, genau. Und das ja, ist wichtig ja. natürlich, denn was du machst, ist sehr realistisch und das, was du machst, bist ganz du. Ja. Da bleibt auch für viel Medium bleibt da nicht viel Platz, nur du weißt es selber nicht, was du alles machst. Das liegt vielleicht daran, dass ich von meinen Bildern auch trennen muss. Ich kann sie nicht behalten. Was sind das? Ja, das sind meine kleine Kinder. Ja. Ich bin froh, dass jemand sie hat und auch diese Freude empfindet. Ja, aber für mich ist sozusagen nur eine kurze Zeit, dass ich mich erfreuen kann. Und Medium in dem Sinne, weil ich mein rationales Hirn entweder sich mich auf den Boden bringt. Ja? Weil es ist mir unheimlich manchmal. Ja, dann ist es eigentlich eine Bemerkung, die zu allen Bemerkungen und Fragen, die zu all den Gesagten jetzt gerade passt, weil wir auch diese Diskussion über Fantasie und sowas hatten. Und ich mir jetzt irgendwie überlegt habe, quasi, warum, sorry, wenn das jetzt so ein bisschen normativ klingt, warum soll man sich die Bilder von dir anschauen, ja? Und deswegen diese Diskussion auch mit dem Medium wieder auf die Füße stellen, mehr oder weniger. Ich finde, dass die Bilder, oder ich will vielleicht auch als Frage formulieren, findest du, dass die Bilder quasi die Freiheit zur Wahrnehmung, zur freien Wahrnehmung erst ermöglichen? Also quasi, man braucht die Fantasie nicht, um die Bilder zu verstehen, sondern wenn man die Bilder anschaut, dann ermöglichen sie erst die Freiheit der Wahrnehmung. Die Befreiung zur Fantasie. Eine befreite Wahrnehmung. Die Befreiung zur Fantasie, ja, genau. Die man selber wahrnehmen genau. kann. Genau. Ja, formuliert. Natürlich, ja klar. Ja, das ist zweifellos. Ja. Ja, und das hat halt so eine, also das wäre ja so die Frage gewesen, quasi, ob das dann eben so nicht diese Metaebene wieder auf den Boden bringt, mehr oder weniger. Also ich habe immer wieder erlebt, dass Leute, die meine Bilder haben, sich sehr gerne mit meinem Bilder leben. Also sie tauchen nirgends bei irgendwelchen Auktionen auf. Also die Leute behalten, und das ist für mich ein größtes Kompliment. Es ist keine, für mich eine Wanddekoration. Ich meine, wenn jemand in einer Wohnung, wir leben jetzt in Wohnungen, nicht in den Höhlen oder sowas, ich habe auch sehr gerne Bilder in meiner Wohnung. Und es sollte Raum erweitern, Fantasie möchte ich nicht mehr sagen. Fantasie und Freiheit. Also ja, Wahrnehmung erwarten, ja, und auch erfreuen, warum nicht, ja, warum soll ich mir eine politische Hässlichkeit, die ich jeden Tag im Fernsehen sehe, auf die Wand hängen, das will ich nicht, ja. Ich schätze sehr engagierte, politisch engagiert. Wenn mich jemand fragt nach meiner politischen Meinung, antworte ich genauso wie die politisch denkende Künstler. Aber warum soll ich mich Sachen hängen, die es gibt so wenig, auch wenn heutige Welt besser ist, auch im 19. Jahrhundert für 90% Menschen wenigstens, die früher gelebt haben. Es ist warum nicht? Warum sollen sie die Wahrnehmung und Freude und Fantasie
die heute in der elektronischen Welt so irgendwie finde, anstrengend wirkt. Ich weiß nicht, was mit dem Kids passiert. Ich meine, ich bin optimistisch. Aber auf jeden Fall, ich denke, es ist doch schön etwas. Also ich habe das immer so empfunden. Ich habe früher, ich weiß nicht, irgendwelche Reproduktionen gehängt, die mir gefallen haben. Das machen dieselbe Sachen. Aber ein Originalbild, glaube ich, hat ein eigenes Leben. Und das ist nur einzigartig. Nur der, ich habe dieses Bild, das hat auch schon sicher eine Bedeutung. Also Wahrnehmung erweitern, wenn ich das schaffe, dann bin ich eingebildet, ja, wenn ich das behaupten dürfte. Johanna, in der Vita-Beschreibung, in einer Vita-Beschreibung wird gewissermaßen als dein Typenhorizont der amerikanische Expressionismus mit Willem de Kooning und Mark Tobey sowie der europäische abstrakte Expressionismus der 1950er und 1960er Jahre angeführt, also Hans Hartung und Emil Schumacher. Siehst du dich auch in solcher Nähe? Nein, meine solche Art von Malerei, die ich mache, das wäre ohne diese Vorbilder auch schon für Holländer nicht möglich, weil die waren meine Zeitgenossen oder früher sogar. Ich finde, diese Befreiung nach diesem schrecklichen Krieg nach 1945 in Europa in die bildnerischen Bereich war sehr wichtig. Auch in Polen versteckt war die Avantgarde wichtig, die 60er Jahre Avantgarde. Das war auch für viele Leute so für mich kamouflierter Protest, ja? Weil viele Leute hätten das nicht verstehen können. Aber ich meine, sehr reduzierte Sachen, sehr minimalistische Sachen, die schätze ich übrigens auch. Ich kann es nur nicht so arbeiten. Dass ich finde, ich habe immer gesehen, bei einem Hartung, oder wie wir heute gesprochen haben, Solage oder dem Deutschen, und dann, wie war das genannt? Herr Emil Schumacher. Genau, Schumacher. Ja, ich habe gesehen, wenn ich das Glück hatte, zum ersten Mal im Original zu sehen, im Deutschen, oder bei Ausstellungen in Wien, im Deutschen Museum, ich habe gesehen, wie präzise die Sachen sind. Also ein irgendwelcher Mensch, der nicht so gut auskommt, könnte sagen, was ist das? Ja, das kann jeder. Aber ich habe gesehen, wie zisilliert die Sachen sind, wie genau sind. Das habe ich gesehen. Ich sagte, das ist nicht so, dass er irgendwie hinschmeißt und dann Verkauf am Museum, nicht, weil so einfach ist das nicht. Und dann das hängt. Und ich habe gesehen, diese Mühe und die Präzision dieser Künstler, die sich jahrzehntelang beschäftigen damit, dass er so ausschaut. Das hat mich wahnsinnig imponiert. Mhm. Bei mir kommt die Farbe ist so wichtig. Ja, ich frage deswegen, weil dieser Typenhorizont eine Rolle spielen könnte bei der geplanten Ausstellung in New York. Die Amerikaner werden da eine ähnliche Rezeption haben. Also die werden deine Bilder wohl dann ganz anders sehen, in dieser Richtung. Willem de Kooning und Mark Tobey. Naja, das war jetzt keine Kolonist. Nein, hoffentlich ist der Trump nicht mein Präsident. Kooning hat sich in Fleischstühlen entfaltet, Tobey in blauen japanischen, halbjapanischen. Die haben die Form befreit. Dann haben sie frei gemacht, dass man einfach einen Flecken hinsetzen kann. Aber das war das alles, was die Amerikaner gebracht haben. Die europäische Malerei hat sie wieder klassisch und zurückgebracht auf die Vaterfarbe des Kolorismus. Und da bist du, hat gar nichts damit zu tun. Die Amerikaner waren wichtig als Durchgangsphase. Genau. Aber heute sind sie es nicht mehr. Und da hat jetzt nichts mit amerikanischer Malerei, also mit klassischer amerikanischem abstraktem Expressionismus mehr zu tun. Die Amerikaner schauen mittlerweile mehr nach Europa. Das ist wirklich so. Das ist wirklich, ich glaube schon. Wir schauen bald mal zu Amerika. Die Amerikaner sind sehr ich-bezogen, selbstbezogen. Aber es macht das ist der Trump, aber ich glaube, Amerikaner nicht alle. Da kann man das ist doch ganz andere. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, ich kann mich erinnern an diese, also ich war 17, weil ich habe was gesehen, abstrakt, ich weiß nicht mehr von wem, vielleicht von Nickel.
Weil zum ersten Mal im 70, ich war nicht einmal vor Erich damals in Wien, im Sommer, waren nur Touristen, keine Wiener und keine Lokale nach 10 offen. Aber auf jeden Fall war ich im Museum und sagte, das geht, das kann man malen. Und das ist so für mich, das, gerade für mich, weil ich kannte Avantgarde, aber polnische, die waren grau, geometrisch und sehr, sehr, und sehr zurückhaltend schön, ja, oder irgendwie auch ethnologisch betont. Ja, ja. Und sehr interessant, aber Kanovic, Skulptur war vor allem sehr interessant, die war schon damals in den 70er berühmt, ja, damit beschwert scheinbar unter dem Laboratorium von Grotowski angeschaut, die kennen das alles, also mit 17, das heißt ich ziemlich früh für jemand. Und in Wien war das ein bisschen schöne alte Meister, aber ich habe auch moderne Kunst gesehen, ja, und sagte ich mir, das ist das, was mir gefallen würde, weil ich das ist die Freiheit, die ich haben möchte. Ja. Der Weg dauerte noch lange, nicht nur das sind 7, 8 Jahre, bis ich da auf der Chemie war, aber ich glaube, ich wollte es machen und ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ich habe dann Leute getroffen, die mir den Weg gezeigt haben, aber ich habe mich auch darum gekümmert, dass ich sie treffe. Gerade in der Diskussion jetzt auch mit den Amerikanern und so, ist so ein bisschen dieser gesellschaftskritische Aspekt meiner Meinung nach auch irgendwie aufgekommen. Würdest du selbst deine Bilder als in irgendeiner Form als Gesellschafts- oder Kulturkritik beschreiben oder sprichst du denen einen derartigen Aspekt zu? Ja, wenn ich diese Bilder sozusagen jemandem um die Ohren hauen, dann schon, ja. In diesem Art, ja. Und wenn ich gefragt werde zu meiner politischen Meinung, da habe ich meine Meinung, ja. Immerhin, ich bin von zwei politisch Verfolgten, Kind von zwei politisch Verfolgten, die dann letzte 35 Jahre in München verbringen mussten und ihre Heimat zum zweiten Mal verlassen mussten. Also mir über Politik braucht man nicht zu reden. Ich habe mir gesagt, momentan werde ich mich damit nicht beschäftigen. Ich wurde erste Moment von 79, 87 laut Akten hier in Wien weiterhin verfolgt, beobachtet. Das weiß ich, das hatte ich meine Schwester herausgefunden wollen. Also da, so gesehen, Politik, also Mut war meine Meinung, habe ich. Auch in Polen oder irgendwo auf der Welt. Da habe ich keine Angst. Da habe ich gute Vorbilder. Und deswegen, und das gilt für Malerei, ich hab Angst. Vielleicht bin ich eine allgemeine ängstliche Person. Ich würde in den dunklen Brocks alleine nicht spazieren gehen, aber wenn ich im Atelier bin, habe ich keine Angst. Und wenn die Politik restriktiv ist, wenn die Gesellschaft grau ist, dann sind die Bilder eine große Befreiung. Natürlich sind sie dann politischen, weil sie Gegenwelten, ja, sind. Genau. Und die Bilder sind absolute Gegenwelten, sind vielleicht zu angenehme Gegenwelten, kann der einer sagen. Da fehlt natürlich vielleicht die Relativierung und alles. Aber das muss nicht seine Kunst hat selbst mit Relativierung zu tun, immer mit Gegenwelten zu tun gehabt. Und ich glaube, das im Moment sind es mit die schönsten Gegenwelten. Weil die Farbe ist sowieso Gegenwelt gegen die heutige Gesellschaft. Und deshalb ist kein Argument dagegen, was gegen die Bilder. Eher für. Ja, eher für, das habe ich auch so verstanden. Ich wollte nur fragen, ob du es ihnen selbst aus eigener Hand zusprechen würdest, einen derartigen Aspekt. Na klar, erzeugt diese Bilder. Aber sie hat gesagt, das ist es. Ja, im Prinzip schon. Dann war das eine restriktive Gesellschaft. Na klar, ja. Die kann man halt angehen, die Menschen diese Bilder malen. Ja. Das ist die Gegenwelt schon. Die haben die erlebt. Ja. Ja. Was ganz anderes, wenn du konstatierst, Pinselstriche sind für mich nichts anderes als Zeichnung. Ist es umgekehrt vorstellbar, dass du einen Zyklus schaffst, in dem die Zeichnung wichtiger werden könnte als die Farbe? Es ist natürlich vorstellbar. Meine ganze Grundlage dieser Malerei beruht auf Zeichnung. Ich habe gezeichnet, seit ich mich erinnern kann. Und auf der Akademie war ich jeden Tag beim Aktzeichnen. Und da kriegt man so richtige Selbstständigkeit dieser Zeichnung, egal wie der Akt da steht oder nicht steht oder liegt, dann macht sie das selbstständig. Das ist natürlich, meine Pinselstriche sind die Zeichnungen. Ich bedauere sehr, dass ich keine so tolle Zeichnerin bin, aber ich lebe das ziemlich aus bei meinem Papierarbeiten.
und meinen Pinselstriche. Also, weil ich denke, wenn ich einen geraden Strich mache, das kannst du dir alles vorstellen, von einer Säule bis zu einer Oberschenkel. Es ist egal, was das ist. Es kommt darauf an, was da folgt. Zeichnen ist selten, natürlich wäre das interessant für mich. Aber es ist interessant, dass du an deine Jugendzeit und deine Studienzeit erinnerst, wenn es um Zeichnung geht. Ja? Und das muss schon sehr lange her sein. Während wenn du den Pinsel in der Hand hältst, bist du eine Malerin. Es ist ein großer Ergebnis. Es sind verschiedene Dinge. Jeder Zeichner kann erreichen, was du erreichst, aber also als Zeichner. Und es ist schon sehr viel schwieriger. Anders. Aber wenn du malst, malst du und bist Malerin. Und ich kann das gar nicht vorstellen, dass ich deine Dinge als auch jetzt in Strichführungen und Schraffuren und so etwas sehe. Nein, ich glaube vorher nicht, ja, das habe ich Zeichnen. Gemacht mit 15 das Jahren. Ist wie immer, das ist wie ein Zeichen. Ich meine, ich habe eher damit gemeint, dass die Zeichnung schon ein Gerüst sein muss, aber wenn ich male, dann male ich ja. Tatsächlich nur einen Pinselstrich. Das war meine große Entdeckung, weil es bis dahin, wie ich mich erinnerte, Pinselstrich war kein Thema. Und ich habe sozusagen eben bei Hartung oder Schumacher gesehen, dass ein Pinselstrich ein Thema ist. Und das war etwas, war eben meine größte Aha-Erlebnisse, sagte der Mann. Das hast du auch schon bei Hildebrand sogar in Wien sehen können. Genau, naja, aber ich war irgendwie alleine da und hatte keine Freunde und niemand konnte mir zeigen, ja, was gut. So läuft in Wien, weil das war eine ziemlich verschlossene Gesellschaft. Ja, da habe ich keinen Zugang gehabt. Die Gesellschaft, wie sie gefunden wurde. Ja. Das musste man schon drinnen sein. Ja, und so. Wenn man 15 Mal Adresse ändert, dann bist du nicht auffindbar. Ne? Damals gab es kein Handy. Reden wir über. Bitte, Gerhard. Und zwar, weil das genau hineinpasst: ein nicht genannt werden wollender Rektor, der einige Jahre die Akademie geleitet hat, nachdem er also bereits 3 Jahre in der Akademie war, hat er die ganzen Mittelbau und auch die Professoren zusammengerufen und die schöne Frage gestellt, hat alle möglichen allgemeinen Sachen und dann sagte er, ja, eine Sache wollte ich fragen. Wenn ich da am Abend in das Souterrain der Akademie gehe, da gibt es immer eine größere Ansammlung von Studenten und ich habe gesehen, die gehen da in einen Raum hinein, das wozu eigentlich bitte? Das war der Rektor einer Akademie, ja? Das weiß ich auch nicht. Ich war auch der Rektor einer Akademie, die Frage nicht genauso gestellt, ehrlich gesagt. Aber jeder Professor konnte unterrichten, in Akte, wenn er es wollte. Das ist der Unterschied. Und die meisten wollten es nicht. Und die Studenten sind nur aus anderen Gründen in den Aktunterricht. Ja, vom Aktzeichen zum Aktenzeichen zum Aktzeichen. Genau. Reden wir über das Phänomen des Übermalens bei dir. Du übermalst gerne die Bilder, die du als schlecht in deinem Atelier empfindest und die du in deinem Atelier aber trotzdem hast. Manchmal erst nach Monaten, ja, gar Jahren. Du wirfst es also nicht weg, wie andere Kollegen, Gerd Richter etwa. Du hast berichtet, dass du einmal 30 Leinwände hattest, die du nicht gut fandest und dann ein Jahr dich damit beschäftigt hast, sie zu ändern. Wenn du dann auf neue Farben gestoßen bist, war das für dich sehr aufregend. Fast kommt es mir vor wie eine Mutter, die ihr behindertes Kind über alles liebt und wenn es Fortschritte macht im Alltag, dann noch mehr schätzt. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen bei dir, wie du umgehst mit deinen eigenen Bildern. Ich kenne keinen anderen, keine Malerin oder Maler, die so etwas macht. Das war so was ist normalerweise habe ich nur einen, wie so genau zwei, aber es hat sich einfach angesammelt in einem Jahr und dann habe ich kein Thema gehabt, bis du da erschienen bist, im Jahre 2007 mit mehreren Themen. Und sagte, jetzt werde ich die Bilder auf Vordermann, kann man nicht sagen, aber die haben gute Ansätze, die haben noch den Schluss nicht bekommen. Und da habe ich tatsächlich ein Jahr gebraucht, um diese 30 Bilder mit diesem Distanz zur Farbigkeit von damals, weil ich entwickle mich, ich verändere mich auch.
Ich kann die Bilder, die ich vor 10 Jahren nicht so malen, heute wie damals. Ne? Das war das Spannende. Beim ersten Bild, was machst du denn? Und dann beim fünften Bild sagte, das ist ja ein super Thema. Ja? Das hat mir gefallen. Und da habe ich sozusagen, statt sie zu zerschneiden, im Zerschnitten habe ich auch ein paar Bilder sowieso, aber einfach, das war ein Thema für ein Jahr. Ich hatte einen Beschäftigungsmoment gehabt, weil es kam keine Ausstellungsvorschläge. Da musste ich mich selber irgendwie Sachen erfinden, nicht? Es gibt Motivation sehr oft, ja, und das ist, wenn nichts da ist oder in Perspektive von 2 Jahren erst, dann muss man sich selber immer erfinden. Das war einer der Momente, von denen du sprichst, das habe ich einmal in einem Interview gesagt, dass ich ein Jahr dafür gebraucht habe und Bilder, die zwischen 10 und 5 Jahre alt sind, die sich angesammelt haben, sagten, weil ich dachte, wenn ich morgen sterbe, dann sind die Bilder da und dann denken sie, ich male so schlechte Bilder, der jemand dann sie dann findet, ja. Und das ist das war der Grund, ich sagte, jetzt habe ich Anlass, was zu machen. Ne? Johanna, das Leichte, das Unangestrengte, das Selbstverständliche bei deinen Malerinnen und Malerkollegen vor dir zu deiner Zeit fasziniert dich. Du liebst nicht das Schwere, das Düstere, auch nicht das Wort Arbeiten im Zusammenhang mit Malen. Du ziehst das Wort Spiel vor, eine Steilvorlage für jeden Spieltheoretiker. Schaffen und Schaffen. Ja. Schaffen. Auch Schaffen ist wichtig, ja. Nee, ich habe so ein bisschen Spielerseele, ja. Darauf ziehe ich ab. Das habe ich, also Gott sei Dank bin ich nicht in irgendwie Spielsucht verfallen. Also das einzige Spiel, das ist manchmal Lotto zu spielen, das ist alles. Wenn so, aber ich habe eine Spielerseele, ich habe sehr gerne Karten gespielt als Kind. Bridge meistens mit meinen Eltern und gegen irgendwelche Süßigkeiten. Auf jeden Fall, dieses Spieltrieb habe ich schon ziemlich ausgeprägt. Gott sei Dank nicht ausgelebt in irgendwelchen juristischen. Das ist sehr wichtig. Ja. Ich hab das. Reden wir zum Schluss vielleicht noch über die Themen in deiner Malerei, deinen Gemälden. Die sind bei anderen dominierend, bei den Leipziger Malern offenkundig mythologische oder verrätselte, verschlüsselte, wie bei Arno Rink und Neo Rauch. Bei dir sind sie eher die Ausnahme. Etwa, wir haben schon darüber geredet, im Tiepolo-Zyklus oder im Chiemsee-Motiven. Das Thema von Nach Tiepolo aber war für dich nicht das Zusammenwirken von Malerei und Architektur, sondern die Farbe, Manfred hat schon erwähnt, die Farbe Blau. Weil du sie für dich entdeckt hast. Offenbar war das eine Sehnsucht, Blau zu entdecken. Das ist das Thema. Gell? Das ist vielleicht die fernste Farbe, diese weitesten Weg. Ich habe immer Blau verwendet, aber nicht so massiv. Ich habe gesehen, Blau ist eine Farbe der Freiheit, des Rescos, der Wegfliegen. Oder ja. Jetzt kommt meine Frage. Vielleicht würdest du, wenn ich dich etwa in das Vulkangebiet der Phlegräischen Felder südlich von Neapel, ich bin da demnächst tätig, einlade, vielleicht würdest du Rot in seinen verschiedenen Varianten für dich dann auch entdecken. Hältst du es für denkbar? Ja, klar. Eine Herausforderung, ich liebe es. Naja, also in dieser Konsequenz natürlich. Naja, es ist, ich meine, ich sehe so immer ein bisschen, ich habe auch ein bisschen Klavier gespielt früher. Ich kann mir, wenn mir jemand sagt, ich mag nur Rot oder Blau, dann kann ich nur bedauern, anschauen, weil wenn ein Chopin sagt, ich mag kein A-Moll, dann würden sie einige Stücke nicht gar nicht entstehen können, weil ich liebe alle Tasten und noch die Töne dazwischen sowieso. Ja. Also man kann ein Stück nicht komponieren ohne alle Tasten, das geht nicht. Oder Töne. Das ist inzwischen drinnen. Heute muss man das dazwischen. Also die modernen Komponisten, die spielen die mit diesen Frequenzen, die gar nicht zwischen C und B sind. Nicht? Das ist sehr spannend für mich. Ja, aber Malerei ist das nicht so wichtig, weil es gibt nicht diese 12
Töne, also 8, plus 4, die Skala. 6, die Skala, ja, genau. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich mag kein C-Dur oder ich kann kein A-Moll. Also ein Komponist, dann wird er so total, also und ich habe das immer wieder gehört, immer kein Rot oder so. Also als Zuschauer kannst du nicht mögen, aber ich habe nie gehört, dass ein Konzertbesucher ist. Also ich gehe nicht zu dem Konzert, weil ich kein E-Moll habe. Das habe ich noch nie gehört. Ja? Also sowas. Also ich kann nur schmunzeln und mich bedanken. Wollen wir dieses Gespräch fortsetzen, weil wenn jemand Fragen hat. Ein bisschen Wein. Was machst du? Ja, genau, weil die Leute schauen so durstig aus und dann die Fragen kommen so ein bisschen. Holt ihr was zum Trinken und fragt mir was. Genau, wo ist das? Ja, weil so. So. Oh. Sie geht schon. Aber Fragen hätte ich schon. Ja, hier. Zu der Idee vom Fresco zurückzukommen, weil du gesagt hast, ich mache das sehr gerne mal. Wir aber auch am Anfang im Vortrag gehört haben, dass deine Bilder am Boden liegend entstehen, wahrscheinlich nicht nur, aber auch. Würdest du dann sagen, dass du deine Bilder so ohne weiteres vom Boden auf die Decke bringen kannst? Ja, natürlich, Prozess weil wir, weißt du, wenn du genau runterschaust, dann ist der Himmel auch darunter. Aber würdest du dann den Malprozess... Ja, sicher, den durch die Erde, durch die Achse, dann ist der Himmel auch da. Das ist das Problem. Ja, aber ist nicht gerade das Faktum, dass es beschränkt ist durch einen Rahmen? Das, was es pointiert macht, was diese Öffnung überhaupt ermöglicht. Weil ich glaube, dass diese Frage ein bisschen darauf abgezielt hat, warum nicht Freskos malen quasi? Warum nicht? Weil man könnte es größer machen. Keine Wände mehr gebaut wird. Ja, nein, das weiß ich. Aber es geht jetzt nur, ich meine jetzt nur die Idee vom Fresko quasi, dieses Weite, diese Großhaftigkeit. Also ich finde, dass der Rahmen sozusagen, dieser Freiheit sozusagen, gewisserweise diesen Rahmen zu geben, dass das erst diesen Durchblick ermöglicht. Das finde ich schon irgendwie einen wichtigen Aspekt. Das kann man auch bei Bildern, kann man auch bei Tafelbildern, kann man auch bei Formaten und Tafelbildern machen. Ich kenne einen. Also Nietzsche hat mal gesagt, Freiheit heißt in Ketten tanzen. Ja. Kunst, meint er damit. Ja. Mhm. Und das, die Malerei ist nun mal eine begrenzte Tätigkeit. Das Tafelbild ist eine Gattung, für die man sich entscheiden muss. Oder nicht. Wenn heute die Fresken keine Chance mehr haben, dann hängt es nicht an der Malerei. Ja, außerdem, das Lebenszeit ist begrenzt. Ich kann nicht alle Aspekte abdecken. Der arme Leonardo, der hat 20 Leben gebraucht, um das zu realisieren, was er möchte. Ja. Es ist so. Man muss sich entscheiden können. Nein, es gibt schon diesen Aspekt. Es gibt einen Künstler, der in Schweinfurt in der Kunsthalle ein riesiges Fresko erstellt hat. Peter Casagrande. Ja, ja. Aber sehr faszinierend. Fresko. Es gibt es aber durchaus, ja. Um die Frage das bleibt nicht in der Ewigkeit. Ja, das ist ja mein. Das sind alles ein bisschen Verkampfungen. Da muss man auch sehen. Ihr trinkt ja alle nichts. Wir trinken nichts. Ja, holt ihr was und dann fragt mir was. Entschuldigung. Ich bin nicht bühnenreif. Thank you.